Sabine. Ja, also wir warten ja gerade im Museumsquartier auf NC Nummer 28 auf die Zustellung unserer Pizza. Weil wir wollten nämlich eine Pizza haben, die groß ist, mit Mais drauf, scharf und ohne Schwammer. Sind wir gespannt, welche Pizza uns geliefert wird. Das wissen wir eben noch nicht. Und der Zusteller weiß auch noch nicht, dass er auf einen öffentlichen Platz muss und wahrscheinlich nicht mit seinem Mofa daherfahren kann. Wir freuen uns sehr darauf. Fortsetzung folgt. Schau, das sind die Gästebetreuer. Oh, das müssen wir dir nicht erzählen. Übrigens, wir sind im MP. Vielleicht werden uns die Gästebetreuer jetzt auch die Pizza persönlich übergeben. Denn sie betreuen nämlich die Gäste, also uns. Prost auf die Gästebetreuer. Sind die Netten also. Prost. 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 Ja, das Bier schmeckt auch sehr gut hier. Das ist zwar schon warm, aber... Es ist ein ganz normales Otterkringel. Wir brauchen es nicht übertreiben. Dose. Es ist Bier aus einem Museumsquartier Becher. Spezieller Museumsquartierbecher Geschmack mit 10-mal mehr Spucke als üblich. Sabines Bier. Und voll warm. Das kocht wahrscheinlich schon. Nein, das ist kalt, weil es ist ein Museumsquartierbecher. So, jetzt müssen wir sagen, jetzt kriegen wir Pizza. Pizza. Und er und schon, also das sagt. Wo ist der eine, der vorher dabei war? Ja. Ah ja. Könntest du mal in die Kamera winken? Da. Wirklich? Wir kriegen jetzt Pizza! Was hast du uns nicht holst, du musst uns. Moment, 28. Gästebetreuer, habt ihr gewusst, dass die nummeriert ist? Okay. Und Bi. Also eigentlich sind wir zu fünft. Da reicht deine Pizza überhaupt. Ja. Mit der Blase sind wir sechs. Kommt der Pizza mal schon? Nein. Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Nicht bei dir. Auch Caro ist schon sehr gespannt auf den Pizzalieferanten, der sich sicher sehr freuen wird, die Pizza hierher zu bringen. Lisa ist nicht mehr fähig, normal zu sprechen. Aber wie sie korrekterweise feststellen, hat Lisa das Recht hier zu sitzen, weil sie nämlich einen NC korrekten Schal trägt. Aber er ist nicht Candy Shop. Lisa ist unter 30 Jahren, trägt einen NC gerechten Schal und hat den NC ab 19 Uhr für sich reserviert. Und sie ist cool, weil du hast gesagt. Und Lisa ist natürlich auch noch cool. Das sind Kriterien, um einen NC zu besitzen. Wir besitzen ihn jetzt. Wir besetzen ihn gerade, aber wir werden ihn besitzen, weil wir lang genug jetzt sitzen werden. Yes, Disney. Das Rechtskonstitut der Sitzung, ja? Ja, es gibt auch noch andere Zivilisten hier. Man mag es nicht glauben. Das ist die Aloha-Bar. Nein, wir sind nicht alleine. Aber vielleicht werden wir es irgendwann sein. Schauen wir uns bitte mal an.